meine Damen und Herren, wir bilden uns ein, dass wir mit unserer Technik, mit unserer Industrie, mit unserer Wirtschaft, mit unserer Effizienz, mit unserer Globalisierung so weit gekommen sind. Wissen Sie, wie weit wir von optimaler Wertschöpfung entfernt sind? Vor einigen Jahrhunderten hat es einen kleinen Jungen gegeben, so wie der da rausgegangen ist, ein kleiner Bub. Und früher war es sicher noch extremer wie heute, da hat man gesagt, die Kleinen haben nichts mitzureden, sollen den Mund halten. Und bei dem ist halt aufgefallen, dass er sehr musikalisch ist. Und Gott sei Dank hat er Eltern gehabt, die das gefördert haben. Und später ist aus dem kleinen Buben ein Instrumentenbauer geworden. Und er hat Geigen gebaut. Und wenn Sie heute eine Geige von diesem kleinen Buben kaufen wollen, die gibt es noch, und Sie sagen, die Geige wiegt 450 Gramm ungefähr und ein halbes Kilo und ich lege dafür ein halbes Kilo Gold auf den Tisch, dann werden Sie ausgelacht. Wenn Sie sagen, ich lege für diese Geige 10-mal so viel Gold auf den Tisch, 4,5 Kilo, werden Sie erst recht ausgelacht. Die kostet noch viel mehr. Eine echte Stradivari, die ist viel mehr wert, wie der zehnfache Gewichtsanteil in Gold. Stellen Sie sich vor, was dieser Mensch aus einem Baum herausholen konnte. Durch reine Intuition. Keine Logik. Durch reine Intuition. Und stellen Sie sich vor, Holz ist ein Material, das quillt und schwindet, das sich bewegt. Der hat es geschafft, dass nach Jahrhunderten, trotz aller Bewegung, trotz aller Vergänglichkeit, dieser Wert in seiner vollen Funktion erhalten geblieben ist. Und um so weit zu gehen, muss man wirklich ein Lebewesen nicht nur mit dem Kopf, sondern ganz und gar mit dem Herzen begreifen. Dann kann man weit kommen. Ich bin weit davon entfernt, von so einer Wertschöpfung und von so einer Meisterleistung. Aber ich habe meine Reise mit Holz begonnen, auf ganz absurde Weise. Ich habe sehr erzählt, ich wollte für meine Familie ein gesundes Haus bauen und war so wahnsinnig, habe daraus eine Firma entwickelt. Und wenn ich heute als Betriebswirt zurückschaue, eigentlich müsste ich nicht einmal, nicht zehnmal, ich müsste 100-mal pleite gegangen sein. Weil ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Stellen Sie sich nur vor, ich hatte kein Startkapital, ich hatte keine Unternehmensberater, das war der Opa, der Einzige. Und ich habe vom Opa uralt Technologien bekommen, weil was müssten mit einer Hock in der Hand und mit einem Handhobel? Der Opa hat moderne Technik ziemlich abgelehnt. Und dann hat mir dieser Opa noch so absurde Ratschläge gegeben, wie ich meine ersten Fußböden gelegt habe, Vollholzböden natürlich, wir wollten ja keine Chemie drin haben. Dann haben diese Bretterteife da lauter Fugen bekommen beim Einharzen. Und haben sich bewegt. Dann habe ich gesagt, Opa, das Holz bewegt sich viel, was soll ich machen? Ich habe gesagt, du musst Mondholz ernten, zum richtigen Zeitpunkt hocken. Und die nächsten Bäume, wo der Mond zugenommen hat, hat dann, weil ich es nicht gekauft habe, der Nachbarsäger gekauft. Und der hat es auch auf der Almwiese gelagert. Und im Frühling, im Mai, da ist da oben normal, wie es da oben auch warm geworden ist, da war es im Tal schon sehr warm, ich habe schon die kurze Lederhose noch gehabt, bin ich raufgefahren, schauen, dass da nicht der Borkenkäfer in mein Holz reingeht, weil es war in Rinde gelagert und das darf man im Frühling nicht. Das ist gefährlich, weil dann für einen Käfer ist ja gelagertes Holz krankes Holz, also bohrt er sich sofort ein. Und ich komme da rauf, gehe zu meinem Holz und sehe keinen Käfer. Weil wenn der Käfer sich einbohrt, kennt man das gleich bei der Fichte und bei der Lärche, da gibt es so kleine Bohrmehlhäuferl, die wirft er aus. Keine Bäumehäufel, nichts. Dann habe ich noch die Axt mitgehabt, habe Rinden runtergeschält, geschaut, passt alles bestens. Und ich habe eine Krankheit, die hat jeder Sägewerker, in Deutschland, in Österreich oder sonst wo. Und diese Krankheit, das Symptom kennt man daran, dass ein Sagler nie beim Holz vom Nachbarn vorbeigeht, ohne hinzuschauen. Das gibt es gar nicht. Also bin ich natürlich nachher zum Nachbarn sein Holz gegangen und habe da neugierig herumgeschaut, wie die Faser ist, wie das ausgefallen ist und so weiter.
Aber was ich dort gesehen habe, ich habe mir gedacht, ich bin immer gedacht, das gibt es nicht. Das war dick üben. Das ist aber 50 Meter daneben gelegen. Ist auch im Jänner geerntet worden. Im gleichen Wald. Da habe ich mit der Hock, da ist der Käfer drin gewesen, der hat sich gerade Eiablage. Volles, fröhliches Fortpflanzungsgeschehen. Dann bin ich zu meinem Holz zurück, da war nichts. Dann bin ich wieder um mich. Und dann bin ich oben gestanden und habe mir gedacht, Opa, du bist ein alter Fuchs. Und dann bin ich heim und habe das meiner Frau erzählt und habe gesagt, du weißt was, das muss ich aufschreiben. Unsere Kinder sind so klein, aber das glaubst du ja gar nicht. Und habe das aufgeschrieben. Und dann habe ich immer wieder solche Erlebnisse gehabt und habe die auch aufgeschrieben. Und 4, 5 Jahre später ist bei uns ein Verleger vorbeigekommen und dann habe ich ihm erzählt von diesen Geschichten. Und dann hat er gesagt, schreibst du sowas nicht auf? Und sage ich, da habe ich es eh aufgeschrieben, das ist ein ganzer Bock. Dann hat er gesagt, gib her, ich mache ein Buch draus. So ist mein erstes Buch entstanden. Übers Mondholz. Und das ist auch so, wenn wir in die Rhythmik der Natur gehen, und das war für mich die Geschichte, wo ich dann erkannt habe, da kann man erst dann kannst du in die Technik gehen. Und wenn du das begreifst und spürst, dann passiert in der Technik wirklich was. Ich habe Großes, da muss ich wirklich, ich bitte, 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 verstehen Sie das ja nicht falsch. Ich habe so ein Glück in meinem Leben gehabt, weil normalerweise wäre die Geschichte damit aus, dass die österreichische Holzindustrie dann eine Kampagne gegen Mondholz gestartet hat, Geld in die Hand genommen hat und im Fernsehen gesagt hat, der mit Mondholz ist ein Trottel. Das ist so geschehen. Das war so. Und bei uns haben die Leute angerufen und gesagt, das ist doch alles ein Märchen, was du erzählst. Und ein halbes Jahr später hat die ETH in Zürich, die Eidgenössische Technische Hochschule, die Universität Europas mit dem besten Ranking. Leider hat keine deutsche und schon gar keine österreichische Universität sowas geschafft. Die ETH in Zürich, meine ganzen Theorien, die ich über den Opa im Buch verbreitet hat, wissenschaftlich bestätigt. Die haben 3 Jahre, die haben gleich, wie das Buch erschienen ist, still und leise, ohne zu publizieren, ein großes Forschungsprojekt begonnen und haben es dann veröffentlicht, wie bei uns die Gegenkampagne gestartet hat. So Glück im Leben musst du einmal haben. Da habe ich nichts dazu beigetragen, gar nichts. Außer vielleicht, dass ich denen die Idee gegeben habe, das zu untersuchen. Das war das Mondholz. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt weiß ich es, wenn ich ein Haus baue mit Holz in seiner reinsten Form, dann wird im Sinn des Wortes kein Stein auf dem anderen bleiben. Weil die Kraft, die den Bäumen innewohnt, die müssen wir nur in die Wissenschaft und Industrie bringen. Und wo meine Kinder dran gesund geworden sind, 2 meiner Kinder waren Allergiker. Das war das große Motiv für das gesunde Haus und für die konsequente Leimfreiheit. Und das habe ich gemacht und die sind gesund geworden. Ich sage, wenn meine Kinder dran gesund geworden sind, dann ist das für andere Menschen auch wichtig. Dann haben wir in der Garage gesagt, wir bringen das zusammen und haben mit den Dübeln experimentiert. Habe ich auch von Opa gelernt. Weil wenn der Opa einen Heistadel gemacht hat, der hat noch diese komplizierten Holzverbindungen, aber am Schluss ist immer eine Tübe reingekommen zum Absperren. Und die Oma hat immer geschimpft, weil er war ja gegen moderne Maschinen, aber er hat gewusst, der Dübel muss trockener sein wie der Rest des Holzes, damit er dann aufgeht, dann ist er fest wie ein verwachsener Ast. Und er hat immer der Oma ihr Backrohr blockiert und mit Dübel vollgeräumt und da die Dübel gedörrt. Stellen Sie sich vor, aus dieser Backrohrgeschichte ist ein Forschungsprojekt entstanden, in dem wir 3 Jahre mit der Technischen Universität Karlsruhe, mit dem ganz, ganz tollen Professor Blass, einem der besten Statiker, die Deutschland hat, 3 Jahre geforscht haben, bis wir EDV-Programme entwickelt haben, die es uns ermöglichen, in einem Haus wie einem Kindergarten, in jedem Bauteil die Kräfte zu messen, und die Dübel danach, die Anzahl der Dübel, die Dübel der Wolke danach zu optimieren. Das ist aus dem Bachrohr vom Opa geworden. Und stellen Sie sich noch vor, dann habe ich gesagt, ich baue solche Häuser. In Österreich war damals, Österreich ist ja ein kurioses Land in manchem,
Wir haben ja nur 8 Millionen Einwohner, aber 9 Baugesetze. Und 9 Parlamente, die ein eigenes Baugesetz machen. Wirklich. Das brauchen wir. Und in manchen Bundesländern war nur erlaubt, höchstens ein Geschoss mit Holz zu bauen, in den mutigen Bundesländern 2 Geschosse. Vor 25 Jahren. Voriges Jahr habe ich ein 7-geschossiges Hotel gebaut mit Schwimmbad am Dach oben. Nur Holz. Aber damals war nur ein Geschoss. Und das Argument war, diese Baugesetze haben unsere Freunde aus der Ziegel- und Betonindustrie gemacht. Und das Argument war, Holz brennt ja. Das ist viel zu gefährlich, mehr wie ein Stockwerk bauen. Jetzt musste ich dagegen was unternehmen. Und da haben wir gedacht, das Einzige, was mir hilft, ist ein Zertifikat, dass mein dickes Holz nicht brennt. Weil als Förster bin ich natürlich immer in der Wildnis unterwegs gewesen, in meinem Karwendelgebirge. Und da bin ich auf ein paar Stunden auf die Hitten aufgestiegen, alles war durchfroren, sogar ein Hund hat so beidelt. Dann machst du ein Feuer im Ofen, was tust du dann? Da ist ja nichts da oben, da gibt es keinen Anzünder. Fauch, oder wie die heißen, gibt es nicht. Papier gibt es auch keins, weil keiner eine Zeitung aufgetragen hat. Also Messer raus und aus dem nächsten Scheitel ganz feine, dünne Späne. Ganz fein. Wenn viel Oberfläche, viel Luft ist, brennt Holz herrlich. Und dann ein paar dickere drauf und wenn es auch brennt, dann kann man einen Scheitel drauflegen. Aber immer schön kreuz und quer, du brauchst immer die Luft. Und ich habe gewusst, wenn du auf die abwegige Idee kommst, einen Brocken reinschieben, so groß wie das Ofenloch, dann brennt gar nichts mehr. Jetzt bin ich mit diesem Brocken ins Institut für Brandschutz und Sicherheitstechnik gegangen und gesagt, ich möchte das brandtechnisch prüfen und zertifizieren lassen. Der Institutsleiter, der Diplom-Ingenieur Trauner, hat zu mir gesagt, jawohl, dann machen wir einen F30-Test. Das heißt, er brennt mit der Prüfflamme 30 Minuten mit 1000 Grad da drauf. Dann habe ich gesagt, Herr Diplom-Ingenieur, bitte, keinen F30-Test. Ich will wissen, wie lange es hält. Dann hat er mir angeschaut und hat gesagt, ich sage ja F30. Dann sage ich, Herr Diplom-Ingenieur, ich glaube, das hält länger, das ist ganz was anderes. Das ist nur Holz, volles Holz. Dann sagt er zu mir, passen Sie auf, sagt ein junger Mann, er hat es gut gemeint, er hat es gut gemeint. Sagt ein junger Mann, wir haben hier alles geprüft, was es in der Bauwirtschaft gibt. Von den Holzbausystemen sind nur wenige, die den F30-Test schaffen, sind Sie froh, wenn Sie das schaffen. Aber ich blieb hartnäckig. Und wir haben eine Vereinbarung getroffen, dass ich nicht eine Pauschale für einen Test zahle, sondern dass ich pro Minute einen relativ hohen Betrag zahlen muss. Aber er dafür so lange hinheizt, bis mein Bauteil kaputt ist. Und mir das dann bestätigt. 14 Tage später sind wir mit dem Tieflader mit 2 solche Brockwandteile, 3x3 Meter groß, große Wandscheibe, in diese Werkshalle, Laborhalle gefahren. Die wurden eingemauert, hinten der große Ölbrenner drauf, Absaugung drüber, auf der vorderen Seite, wo das Feuer nicht hinkam, die Messsonden, weil bei dem Test, das darf nicht nur nicht verbrennen, da darf kein Rauch durchgehen, keine Hitze durchgehen und es muss statisch tragfähig bleiben. Und dann ging es los. Und wenn der Brenner losgeht, das ist wie wenn ein Flieger startet, so laut, so ist das losgefahren. Und ich bin draußen gestanden mit einem weißen Helm, den haben sie mir aufgesetzt und habe auf die große Uhr an der Wand geschaut und habe gehofft, dass dieser Zeiger seine Runden dreht. Dann war die halbe Stunde um, und man denkt, F30 ist geschafft. Dann war eine Stunde um. Dann kam der Institutsleiter, weil ich war ja da mit dem Techniker allein, und hat verwundert geschaut, hat den Kopf geschüttelt, ist wieder gegangen. Und in der Minute 122 hat es plötzlich gemacht, und es war still. Und ich habe unter meinem Helm den Techniker angeschaut und gesagt, was ist jetzt? Und er sagt zu mir, jetzt ist der Öltank leer. Das ist volles Holz. Ja. Wir haben die waren unglaublich fair, haben auf eigene Kosten den Versuch wiederholt und haben uns dann auf Anhieb F180 den 6-fachen Wert vom damaligen Stand der Technik zertifiziert. Stellt euch das vor.
Holz ist im Brandfall sicherer, viel sicherer wie Stahlbeton. Daneben waren Stahlbetonversuche, die haben den Beton mit 1000 Grad beflammt. Dann hast du nach 10 Minuten hast du das Gerd krochen, da brechen Schichten weg. Dann liegt die Armierung frei, dann kommen die 1000 Grad auf den Stahl. Und nach einer halben Stunde haben sie an der anderen Seite, das waren gleich dicke Betonelemente, dort wo der Stahl durchkommt, unter der Oberfläche ist, an einzelnen Punkten 400 bis 600 Grad gemessen. Da ist es aus, weil bei 600 Grad, wenn du eine Steckdose hast, brennt die, aus dem Kurzschluss und das Feuer geht weiter. Oder der Vorhang vom Brenner bei 600 Grad. Wissen Sie, was wir beim Holz gemessen haben auf der anderen Seite? Nach 3 Stunden. Wissen Sie nicht? Also ich sehe, Sie haben meine Bücher noch nicht gelesen, da haben Sie Nachholbedarf. Maximaler Wert, den wir jemals gemessen haben, bei vielen Versuchen, die auch nachträglich, wir haben dann in Schweden, wir haben an verschiedensten Instituten, das machen wir so, weil wir ja nationale Zertifikate braucht haben. Maximale Temperaturveränderung plus 1,8 Grad. Mit 1000 Grad hinten.